Ja, wie man sehen kann und nicht schwer erraten kann, moin erstmal. Ich soll heute los mit dem Freund von meiner Tochter. Und ja, wie man sehen kann, ich habe nicht viel dabei. Wir wollen kurz einen Ansitz machen. Ich will versuchen, ein paar Köderfische zu fiedern und ein bisschen mit Pose. Es ist heute sehr heiß, oder es soll sehr heiß werden. Ja, also ich habe jetzt nichts Besonderes vor oder so. Ich knall da zwei auf Grund raus, eine auf Pose, damit wir ein bisschen Optik haben. Und ja, ich warte jetzt auf meine Tochter mit ihrem Freund. Und ja, wir sehen uns dann am Gewässer nach dem Intro. So, wir sind jetzt am Gewässer angekommen, aber da, wo wir angeln wollten, da sitzt schon eine. Okay, dann gehen wir weiter. So, wir sind angekommen. Wir haben uns jetzt hier einen Spot ausgesucht. Eigentlich wollte ich da drüben hin, wo der Vater mit seinen zwei Kindern ist. Aber ich denke mal, hier ist ein guter Spot. Ein bisschen verkrautet eigentlich alles, aber das wird schon gehen. Schon verkrautet hier, ne? Also was heißt verkrautet, aber viel Schilf. Naja, schauen wir mal. So, das ist der Finny. Moin. Moin. Der wird so ein bisschen spinnen nebenbei. Der will wieder üben für die Fischereiprüfung. Ne? Und dann wird er bald seinen Angelschein haben. Ja, ich werde jetzt aufbauen und dann ja, geht's auch schon los. Ich stelle euch mal hier ab. So. Und dann geht's los. Los, Finn, hol ihn raus. Ich tue mein Bestes. Ja, wir haben es echt mega heiß. Über 28 Grad haben wir heute. Und da bist du selbst hier im Schatten. Ist das so warm, schwitzt dir hier einen ab. Wie eine Sauna. Thank you.
So, wir haben jetzt einen Spotwechsel gemacht. Da vorne waren wir gerade eben noch. Jetzt sind wir hier einmal rum. Der Vater mit seinen Kindern ist weg. Hier knallt zwar die Sonne rein, aber hier ist wesentlich mehr Platz für uns beide. Ja, dann habe ich jetzt da eine auf Grund. Die liegt da hinten an den Bäumen. Und dann habe ich hier eine auf Pose. Mal gucken, ob da irgendwelche Fische sind. Und eine habe ich hier drüben hingelegt. Die liegt jetzt da ungefähr. Da, wo mein Finger jetzt ist. Ja, mal gucken, ob da jetzt was geht. Aber es ist mörderisch warm, also lange geht das nicht mehr. Naja, es sollte eh nur ein kleiner Ausflug sein hier. Kurz ein paar Köderfische. Aber wie man sieht, die haben nicht so viel Bock. Schauen wir mal. So, ich habe erst einen Biss. Erstes fette Rotauge hier. Ups. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Richtig schönes, fettes Rotauge. Gut für einen Winterköder, für Hecht. So kann das weitergehen. Halt ganz gut. Oha, da geht er ab. Geiler Biss. Ja, ich weiß. Das war ein heftiger Biss sogar. Der Haken zu klein? Ja, schon blau wieder. Den großen, ne? Den Brassen, den ich da gefangen hatte. Den hab ich auch mit 14 Haken gefangen. Echt? Schönes Rotauge. Naja, da kommt schon. Doch, denke ich mal auch. Ich meine, Biss hast du ja die ganze Zeit. Ja, ja.
Das ist auch eine gute Strecke. Aber das Tier nicht gefangen hat. Jetzt musst du mal hier noch. Hast du Würmer oder so? Ja, ja. Vielleicht nochmal einen Wurm anhängen. Hast du vielleicht nochmal Glück auf den Barsch oder so? Sind hier Karpfen drin? Ja, klar. Ja? Hier sind große Dinger drin. Ich habe meine ja immer mit Mais und nichts. Hauptsächlich mit Mais immer. Ja, aber ich will jetzt nicht auf Karpfen. Weil so ein Paket 5 Stück kostet 5 Euro. Das sehe ich nicht ein. Was denn? Ach, hier von denen. Von Köderfische. Ja. So. Ich habe jetzt mal nur einen halben Dendro. Mal gucken, was die dazu sagen. Nice. Das ist mein Barsch. Sehr schön. Schöner Barsch. Ja, jetzt geht's ab hier. Mit Wurm, oder? Mit dem Wurm, ja. Aber schnell bei dir. Ja, jetzt geht's los. Jetzt habe ich einen Run. Da nochmal ein Rotauge. Jetzt flutscht es. Oh, hier, Karussell. Oh, hier. Gute Ködergröße. So, wir packen jetzt langsam ein. Ich habe noch einige gefangen. Also zwei große Rotaugen. Finn, machst du mal deine Hand dahin, damit man das so mal sehen kann, wie groß die ungefähr sind. Ja, die sind schon recht gut. Winter, Köderfische, denke ich mal. Ja, und die anderen drei. Also ich habe noch da einen Barsch und zwei andere kleine Rotaugen. Die friere ich ein und dann gehen die irgendwann ins Wasser. Ja, dann mal zacki zacki hier. So, ja, wir packen jetzt ein. Wir waren jetzt 3 Stunden ungefähr hier, das langt. Und wir werden jetzt abgeholt. Und ja, ich freue mich auf meine Dusche. Das ist nämlich so heiß. Okay, Leute. Finn, danke, dass du mit warst. Gerne. Ne? So, wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Da.